Hamburg, Dienstagabend gegen Mitternacht. Es ist der zugleich traurigste und letzte Moment in der DL-Zugehörigkeit der Hamburg Freezers. Geschäftsführer Uwe Fromhold verkündet das endgültige Aus der Hamburger in der DL. Es wird keine neue Lizenz beantragt. Die folgenden Bilder sagen mehr aus als Worte. Nein. Nichts Falsches sagen. Bitte nicht. Nein. Wir werden keine Lizenz für die kommende Saison beantragen. Wir werden leider keine Lizenz für die kommende Saison beantragen. Es tut mir unendlich leid, uns allen. Es tut mir so leid für euch, für Schubi, für die Rettertruppe, für alle Mitarbeiter hier. Mehr kann ich im Moment nicht sagen, außer danke, aber es tut mir schlecht. Warum? Kann ich nicht sagen. Warum? Danke für eure Unterstützung. Danke für ganz tolle 4 Jahre, die ich mit den Freezers zusammen mache. Hat er Gründe genannt? Hat er Gründe genannt? Warte mal. Bitte? Hat er Gründe genannt? Ich habe nur die Information bekommen, dass wir keine Lizenz einhalten. Und alles Scheiße. Weitere machen wir jetzt eine Pressemitteilung, die geht raus und mehr. Er hat so gekriegt. Vor Geld! Vor Geld! Ich denke,